damit willkommen noch zu einer kleinen Runde Astronomie. Ja, was haben wir in der Zwischenzeit gemacht, was wir noch nicht gezeigt haben? Wir haben, waren schon ein bisschen fleißig, also wie man sieht. Forschungspunkte haben wir jetzt jedenfalls erstmal genug. Und haben unsere Batterie etwas aufgestockt. Aber es reicht immer noch nicht ganz für die Nacht. Und wie man sieht, alle. Hier hinten habe ich jetzt meine Notreserve reingehauen, aber die hält auch nicht ewig. Also die ist zack, 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 ist die alle. Wie man sieht. Ja. So schnell geht er leer. Die andere nicht benutzt. Na, ist egal. Dann haben wir hier so kleine Solarpanels, also klein nicht, die großen. Die haben wir jetzt ein bisschen nachgerüstet auf der Seite und die andere Seite bleibt nach wie vor noch Windkraft, ne? Genau, so haben wir das jetzt gemacht und haben hier halt diesen Puffer von den Batterien drin. Aber ja, das reicht noch nicht für die Nacht. Station insgesamt haben wir aber erweitert. Wie man sieht, das haben wir schon einen großen Rohr jetzt. Und das Shuttle da hinten. Ich weiß nicht, ob wir das letztens schon drauf hatten. Shuttle. Ja, da fehlt uns noch die Kabine dazu. Und dann können wir mal wohin fliegen. Voll getankt haben wir es übrigens auch schon. Dann haben wir hier die zweite Fahrzeugbucht. Aber ich glaube, die war letztens schon, ne? Das ist auf jeden Fall neu hier. Den Hydrazin-Katalysator. Dann haben wir den Treibstoffkondensator. Haben wir gleich zwei Stück davon gebaut, weil ja, die Dinger brauchen Energie und stellen kostenlos Hydrazin her. Im Gegensatz zu dem, der braucht den Rohstoff und macht dann auch Hydrazin. Ja. Und die saugen sich das über die Energie und über die Luft anscheinend, die wir hier nicht atmen können. Sehr hydrazinhaltig anscheinend. Ja. Achso, wir haben keinen Strom. Genau, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen als nächstes Kupfer. Weil ich würde gerne mal probieren, den Kran hier auf so ein kleines Ding draufzusetzen. Und dann an dem großen Rover zum Beispiel diese Tanks. Mal gucken, wie man abbauen könnte. Oh. Abbauen. Tschuck. Oh, ich glaube, der Sturm kommt nicht hier vorbei. Mal schön, wenn man den hört aus Kilometer weiter entfernen. Okay, das erste läuft wieder. Sonne kommt auch schon wieder hoch, finde ich gut. Dann kriegen wir auch gleich wieder Sonnenenergie, bisschen Strom. Ja, und schon läuft das zweite.
Ich weiß leider noch nicht, was wir brauchen für den Bohrer. Bisschen leiser dahin, so. Was wir brauchen für den Bohrer. Auf jeden Fall für den Kran brauchen wir schon mal Kupfer, 4 Stück. Ist ein bisschen teuer, ich habe sie hier schon mal reingesetzt. Da haben wir jetzt 3, können wir machen. Ja, 1. Irgendwann kann man Hänger sein lassen, gerade mal. Fahren wir wieder unsere Grabungshöhle. Oh, jetzt auch übrigens schon ein bisschen erweitert. Dann nehme ich einen Durchgang entdeckt. Ja, und habe hier angefangen, ein kleines Höhlensystem auszubauen. Direkt mal weitergraben, weil wir brauchen noch Kupfer. 4 Stück. Und dann können wir den Kran bauen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was der Bohrer selber noch mal braucht. Aber ja. Geht man schon hin. Wenn ich Ressourcen finde, die nehme ich natürlich mit. Weil das Abgebau in dieser Art und Weise dauert natürlich ewig. Aber so kriegt man die Berge weg und irgendwann hast du eine ganz ebene Landschaft. So. Jetzt haben wir hier schon mal einen schönen Durchgang. Ja. Oh, super. Könnte man direkt so bauen, dass man hier rausfahren könnte. Bisschen so schräg reingraben. Hoffen wir, dass es dann passt. Nicht ganz. Wir holen uns mal eben Sauerstoff. Trag mal an der Decke die nächste Schicht schon mal weg. So, Tanks sind auch voll. Dann können wir die schon mal wieder ausladen an der Base. Ja.
Na, sein Rover ist schon in der Arbeitserleichterung. Der Große ist natürlich ein dicke Schnauze, der Kleine macht ein bisschen mehr Spaß. So. Verbinden. Und dann haben wir hier mal das Gerät noch voll. Kupfer ist drin. Oh, Kupfer brauchen wir ja. Sogar fast voll wieder. Jetzt haben wir hier Kupferli, Kupferli, Kupfer hier rüber. Zwei. Wir hätten das Kupfer vielleicht einsammeln sollen im Rucksack. Dann geht's ein bisschen schneller. Nummer 3, Nummer 4. Kann man da den Kran bauen. Jetzt brauchen wir nur noch den Bohrer da dran. Den hier bauen. Jo. Brauch Harz und einmal Aluminium. Aluminium haben wir noch da. Und Harz. Aber da hinten eins, das brauchen wir aber. Okay. Oh. Stellen wir mal Harz her. Haben wir noch eins von. So, dann könnte man kann ich das eigentlich auch so fahren jetzt? Nee. Kann ich nicht so fahren. Okay. Muss ich mir den dranhängen? Thank you.
Ja. Ja. Ruckelt hier leicht, stupide das Auto. Bisschen buggy. Ein Moon Buggy. Na komm, da rum. Jetzt gucken wir mal, wie gut das Ding baggern kann. So. Auf jeden Fall viel schneller. Es hat leider nur zwei Plätze, ne? Was testen, wenn ich die hier ran mache? Okay, also man muss dann immer wechseln. Ist jetzt nicht so schlimm, die gehen auf jeden Fall viel schneller voll. Schnee jetzt hingehauen. Das heißt, wir haben doch jetzt gerade Harz gemacht, dann können wir direkt mal noch welche produzieren, ein paar Kanister. Und dann, oh. Vorwärts, hallo, okay.
Wäre es interessant zu wissen, wenn ich den Kran auf einen großen Rover gebaut hätte. Da passt er ja drauf. Und dann könntest du ja hinten noch ein Lager ranbauen. Aber dann die anderen Kanister befüllen würde. Das würde mich interessieren, ob das als Inventar dann zählt. Das wäre echt, na gut. Müssen wir mal probieren. Das geht leider jetzt nicht, weil wir Rohstoffe brauchen. Daraus übers Handeln. Nehmen wir uns erstmal Alu. Zwei Stück, ja.